Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um das Thema Kosten-Fremdkapital. Ja, in einem der letzten Videos haben wir über das Thema Kosten-Eigenkapital gesprochen. Ja, was kommt auf dich zu, wenn du mit Eigenkapital tradest? Und heute geht es um Fremdkapital. Ja, den Wunsch hatte einer von meinen Followern bei Instagram und dem gehen wir natürlich gerne nach. Ich werde das jetzt hier anhand des Beispiels LMI, Liberty Market Investment, machen. Das ist unser Partner, wenn es um Fremdkapital geht. Und dort gibt es unterschiedliche Kontogrößen etc., so dass wir uns anhand dieses Beispiels dann durch dieses Video hangeln werden. Ja? Ganz wichtig, wenn dieses Video hier über 200 Likes bekommt, dann werde ich nochmal ein Special rausbringen, warum ein Investor gar nicht verlieren kann. Ja? Viele sagen, warum sollte mir jemand Fremdkapital zur Verfügung stellen? Diese Frage habe ich schon so häufig bekommen und gerne mache ich darüber mal ein Video. Ja? Klick ordentlich den Like-Button, wenn das Video über 200 hat, dann werde ich dazu nochmal ein Video machen, denn es sind einige ganz geile Sachen, warum sich das gerade für so einen Investor enorm lohnt. Ja? Also, was haben wir denn erstmal für Kontogrößen bei so einem Fremdkapital? Das startet mit 10.000, ich schreibe immer 10k, 30k, ich schreibe nur noch 30, 50, dann gibt es 100 und 150. Wenn du hier irgendwas noch an Zusatzinformationen haben willst, schreib mir gerne bei Instagram, aber ich habe auch schon etliche Videos hier bei YouTube gemacht. Schau das gerne an. Also das hier sind die Kontogrößen, für die man sich qualifizieren kann. Ja? Das sieht erstmal total viel aus, ist es auch, aber es ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ja? Wir bilden seit über 2 Jahren unsere Schüler genau dazu aus, dass sie die Möglichkeit haben, sich für diese Konten hier zu qualifizieren. Die meisten unserer Schüler nehmen auch wirklich das 150.000 Konto, weil es einige Vorteile hat. Aber dafür drauf möchte ich jetzt gar nicht hier so unbedingt eingehen. Ganz wichtig ist, ich werde das anhand des Beispiels mit 100.000 machen. Ja? Was sind hier an Gebühren etc.? So, dass wir einfach diese Summe hier nehmen. Das ist am einfachsten glatte Summe. Also, du hast am Anfang, musst du dich natürlich qualifizieren dafür, dass du überhaupt zeigst, dass du geeignet bist, Fremdkapital zu bekommen. Ja? Du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich bin ein guter Trader, ich möchte jetzt Geld haben. So läuft es natürlich nicht, sondern du musst es beweisen. Und dort haben wir dann 2 Phasen. Wir haben einmal die Practice Session, also die Übungsphase, und dann die Qualifying Session, das ist dann die Qualifizierungsphase. Hier hast du unterschiedliche Regeln, möchte ich in dem Video gar nicht drauf eingehen, ja, weil darum geht es in dem Video gar nicht. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, schreib gerne. Das Ding ist, bei den 100.000 hast du für diese Practice Session und für die Qualifying Session hast du am Anfang Gebühren von $300. Ja, das musst du monatlich zahlen dafür, dass du dich qualifizierst. Ich sage mal so, der Durchschnitt unserer Schüler ist so 1 Monat oder eher 2 Monate, weil wir immer sagen, lass dir lieber Zeit, nimm es nicht zu stressig, sondern lass dir die Zeit und dann hast du vielleicht $600, die du zahlst, um dich dann für dieses Konto, ja, hier ist in dem Beispiel von einem 100.000-Dollar Konto zu qualifizieren, ja. Hier gibt es außerdem noch einen Vorteil und zwar bieten wir jeden, der über uns kommt, einen 15% Rabatt. Ja, ich habe ja gesagt, das ist ein Partner von uns, LMI. Ich schreibe das mal hier so, LMI. Also, wenn du da Interesse hast, wenn du das mal ausprobieren willst, wenn du da einsteigen willst, dann in der Beschreibung habe ich einen Link, dort bekommst du dann 15% auf die erste Zahlung und alle unsere Schüler aus der Volume Trader Akademie bekommen dann auch nochmal 25%, wenn sie den zweiten Monat nutzen wollen. Ich würde gerne mal eine Sache von dir wissen. Du hast jetzt hier die Kontogrößen gesehen. Was würde für dich so am meisten in Frage kommen, ja? Wo du sagst, das ist mein Ziel, so viel Kapital möchte ich gerne haben und vielleicht bist du ja sogar schon gefundet. Ja? Schreib das gerne mal in den Kommentaren. Bist du schon gefundet? Wie viel Dollar hast du? Oder was ist dein Ziel? Was möchtest du gerne mal erreichen? Okay, geht's weiter. Das sind erstmal die $300. Die sind fix, ne? für das 100.000er Konto. Minus 15% von uns und nochmal minus 25, wenn es noch weitere Monate ist. Mehr kommt nicht auf dich zu. Sobald du dann funded bist, ich schreibe es mal hier hin, funded. Funded bedeutet, dass du kapitalisiert bist, sprich du tradest auch live. Da kommen natürlich dann ein paar Mehrkosten auf dich zu. Und zwar, wie es halt ganz normal an der Börse ist, hast du mal Datenfeedkosten. Die belaufen sich bei LMI auf, laut Webseite, sind es $30 für alle amerikanischen Exchanges. Im Vertrag von LMI steht aber, dass es $15 sind. Und ich würde mich natürlich immer nach dem Vertrag richten. Vielleicht ist es auf der Webseite noch älter. Ich habe das nämlich gerade mal verglichen. Bei uns im Vertrag, wir haben ja auch Verträge von unseren Schülern da liegen und wir wissen das, $15 für alle amerikanischen Märkte. Und wenn du dann noch die deutschen oder beziehungsweise die europäischen handeln willst von der Eurex, zahlst du nochmal 18 Euro. Ja, das sind die Datenfeedkosten, die du hast. Jeden Monat wird auch von deinem Konto abgezogen. Da musst du nicht irgendwas hinüberweisen, sondern es wird sowieso von deiner Balance, also von deinem Kontostand abgezogen direkt. Das musst du mit bedenken. Und dann wird es noch ganz interessant, weil wir ja nicht nur die monatlichen Kosten haben, sondern wir haben auch die Kosten pro Trade. Hast du im letzten Video, wo es um Eigenkapital ging, mitbekommen. Und zwar, da schaue ich hier aber mal, es sind einmal die Börsengebühren. Ich nehme jetzt ein Beispiel von dem S&P 500, ja. Kürze ES, das ist der Markt S&P 500. Ich nehme das anhand dessen Beispiels. Die liegen hier
bei 2,46 Dollar. Das ist die Gebühr, die dazu kommt, wenn du mit dem S&P tradest. Und dann kommt noch die Kommission von LMI dazu. Und die liegt bei 1,24 Dollar pro Roundturn. Also pro Kauf und Verkauf oder Verkauf und Kauf. Pro Position. Ja, wenn du mit 2 Lot drin bist, dann musst du es mal 2 nehmen, mit 3, mal 3, mal 4, mit 4 Lot mal 4. Und hier kommen wir dann am Ende auf eine Summe von 3,70 Dollar. Ja, das sind die Gebühren, die fortlaufend anfallen. Ja, die hier sowieso jeden Monat und das hier pro Trade hast du diese Gebühren auf jeden Fall noch. Wenn du mit einem Lot tradest, ist es das. Mit mehr Lot, wie ich gerade meinte, wird es dann auf jeden Fall mehr. Dann, was kommt noch dazu? Auszahlung. Wie sieht es mit Auszahlung aus? Ja, wir wollen uns das Geld ja auch auszahlen lassen. Habe ich irgendwelche Auszahlungsgebühren? Das ist immer abhängig von deiner Bank. Was nimmt die für eine Auslandsüberweisung? Aber so von LMI fällt da nichts an. Wichtig ist dort einfach zu beachten, dass mindestens musst du dir 500 Dollar auszahlen lassen. Ja, immer sagen, okay, mindestens 500 Dollar, darunter überweisen sie es nicht. Würde ich auch nicht machen, weil wir haben ja größere Ziele und wollen nicht jetzt hier uns 10, 50 Dollar auszahlen lassen oder was auch immer. Das ist es im Grunde. Das ist im Grunde das, was von LMI, vom Fremdkapitalanbieter, an Kosten anfallen. Du hast einmal die Qualifizierungskosten, dann hast du die monatlichen Datenfeedkosten, dann hast du die Kosten pro Trade und die Bedingungen bei den Auszahlungen und dann musst du bei deiner Bank schauen, halt, was sie für Auslandsüberweisungen nehmen. Jetzt wird es aber noch spannender. Und zwar, beziehungsweise ich mache es erst, wenn du das Video geliked hast. Jetzt wird es nämlich spannend und zwar kommen die Steuern. Was fallen eigentlich an Steuern für das Fremdkapital an? Wirklich, das fragt sich eigentlich fast jeder, weil er sagt, ja, aber wie, das ist ja kein Trading mehr. Ist es auch nicht. Beziehungsweise doch, es ist Trading, aber vom Gesetz her in Deutschland ist es kein Trading. Denn am Ende ist es etwas, wo du auf Provisionen handelst. Ja? Du arbeitest auf Provision. Du kriegst bei LMI kriegst du 80% ab, 20% gehen an den Kapitalgeber. Also es ist sowas wie Provision. Und hier kann ich dir auch keine Empfehlungen geben, was du in deinen Gewerbeschein reinschreiben sollst. Auf jeden Fall ist es ein Einzelgewerbe. Es reicht völlig aus. Du gehst zum Gewerbeamt, sagst, du möchtest ein Einzelunternehmen, Einzelgewerbe gründen, zahlst ein paar Euro dafür. Dann sagst du, okay, ich arbeite auf Provision. Was trage ich am besten in meinem Gewerbeschein ein? Ja, so würde ich es an deiner Stelle machen, weil jedes Gewerbeamt ist hilfsbereit, will ich mal sagen. Und vor allem auch in jeder Stadt ist es immer, die wollen irgendwie was anderes da drin stehen haben. Ja, deswegen gebe ich hier auch gar keine generelle Empfehlung, sondern sage einfach ein Provisionsgeschäft. Was soll ich da eintragen? Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Aber was sind das jetzt für Steuern? Also es ist ja dann immer unterschiedlich, ne? Ach so, genau, Steuern. Siehst du, muss ich noch sagen, wie viel es sind. Ich hätte was vergessen, die Steuern. Natürlich, du musst ein Gewerbe gründen. Ich habe aber ganz vergessen, wie viel dort anfällt. Es ist natürlich je nach Gewinn, den du hast. Aber dort geht es um die Einkommensteuer. Und unser Höchststeuersatz in Deutschland sind 45%, rund 45%, die hier maximal anfallen. Das ist dann nicht wie wenn du mit Eigenkapital tradest, wo du 25% plus den Soli hast. Hier ist es halt die Einkommensteuer und das richtet sich nach deinem Einkommen. Aber, wo dann viele sagen, was, hier zahle ich 45% anstatt so 25%, das sind 20% mehr, wie kann denn sowas sein? Rechne doch mal, wenn du mit Eigenkapital anfängst, hast du vielleicht 20.000, 30.000, ja, wenn es hochkommt, manche haben sogar mehr, aber die meisten eher weniger. Und wenn du jetzt hier mit 100.000, mit 150.000 Dollar tradest, kannst du ja viel mehr verdienen. Deswegen fällt das hier überhaupt nicht ins Gewicht, ja. Ich werde mir da absolut gar keine Gedanken drüber machen, weil du hast eine mega geile Möglichkeit an deiner Hand. Wenn du mit Fremdkapital starten willst, wie ich gerade meinte, ich werde es in die Beschreibung verlinken, dass du dort auch die 15% bekommst, wenn du damit starten möchtest, wenn du schon richtig gut dabei bist und sagst, okay, ich möchte mich für Fremdkapital qualifizieren. Aber es ist wirklich wichtig, dass du eine professionelle Ausbildung hast, dass du nicht, wie es die meisten, wie es 95% da draußen machen, an die Märkte gehst und einfach sagst, oh, das ist eine geile Möglichkeit, ey, das mache ich jetzt einfach mal, das werde ich schon schaffen. Wenn du einfach nicht den Durchblick hast und das Wissen und auch wirklich profitabel bist, dann wird das enorm schwierig und da verbrennst du nur Geld. Ja, spar dir das Geld lieber, mach eine professionelle Ausbildung, so wie wir ja seit über 2,5 Jahren unsere Schüler coachen. Gerne schreib mir, wenn du da irgendwelche Sachen haben möchtest, irgendwelche Fragen hast, steig in unsere Ausbildung ein und da wirst du dann wirklich ausgebildet, dass du dann kein Geld verbrennst, sondern wirklich professionell reinstarten kannst und damit richtig gutes Geld verdienen kannst. Ja, das dann dazu, das zu dem Video. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wie ich meinte, schreib mir gerne mal in die Kommentare, was dein Ziel ist, aber schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du dir für Videos wünschst und ob du irgendwelche anderen Fragen hast. Ja, das dann zu dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut und bis dann. Ciao.